Gerechtigkeit, die Energiegerechtigkeit Einzug hält. Ich lasse jetzt einfach nur ein bisschen laufen. Ich bitte um Licht und Liebe. Liebe Engel, ich habe hier jetzt den Raphael, Gabriel, Metatron und Michael. Ich glaube sogar, dass Michael im Norden stand und Metatron im Süden. Ich komme jetzt nochmal auf dieses Licht, auf diesen Lichtstrahl. Raphael, glaube ich, da wo das Licht, wo diese Sonne, diese rote, wie der rote Sonnenaufgang ist, im Norden, dieses Licht, was da kommt, dieses Feuer, Urfeuer. Ja, weil das ist eben so rot, so wie so eine Morgenröte, ja, so ein Aufgehen. Und man hat mir halt diese Lichter, diese Nordlichter, dieses Schauspiel halt gezeigt. Es ist fließt. Lasst es mal auf euch wirken. Geht mal da rein. Es ist so eine Harmonie gerade. So eine Harmonie. Ich teile das jetzt mit euch. Ich glaube, diese Energie, was jetzt hier runterkommt, ist eine Art Schutz, Kraft, Liebe, Zuversicht, die Urkraft unseres Seins. Eure Urkraft ist euer Seelenbaum. Stellt euch vor, euer Seelenbaum, wie er in Lichtsäule, wie eine Lichtsäule vor euch steht. Kräftig, mit der Erde verwurzelt, mit dem Himmel verbunden, bis in die Sterne hinein. Geht in euren Seelenbaum, verbindet euch mit eurem Wissen, mit eurem Sein und findet dort eure Stärke. Das höhere Selbst. Euer Körper und euer, jetzt komme ich darauf nicht, ist egal, kann sich mit euch richtig verbinden, wenn ihr in diesen Seelenbaum geht, in diesen Astralbaum. Weil wir oft unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind sehr viel mit der Erde verbunden. Da geht es ja auch um Gleichgewicht. Und dann gibt es wiederum Menschen, die sind sehr in den Himmel verbunden und dann haben sie wenig Erdung, wenig Verbindung, wenig verwurzelt. Einige wollen sich loslösen von der Erde, weil sie für sie zu schwer erscheint. Das ist einfach die fehlende Mitte.
Und dieser Seelenbaum gibt euch genau die richtige Mitte, die richtige Verbindung. Ich glaube, das ist wie so ein, kommt mir gerade das Solarium, wenn ich mich da reingelegt habe. Ich weiß, das ist jetzt ein blöder Vergleich, wenn jetzt bestimmt einige sagen, hä? Aber wenn ich mich da im Winter reingelegt habe und dieses Licht und dann diese Wärme, dann dieses so geschlossen sein, so, es war so, es hat auch was Schönes gehabt und diese Abgrenzung, genau. Für euch sein, Abgrenzung von dem, was euch vielleicht auch belastet und dann dieses Licht, euer Licht, das ist ja euer Licht, das ist euer Herz, ja. Ihr braucht kein Licht von außen, ihr habt alles in euch, das ist es ja. Wir sind es, wir sind ja alles, wir sind ja perfekt. Das ist ja alles in uns, es ist ja nicht so, dass wir das irgendwie. Ja, keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Das Video ist abgebrochen. Und ich hatte gesagt, wir sind perfekt. Wir sind alle perfekt. Und es war eine, ich versuche jetzt nochmal reinzugehen. Ich weiß nicht, warum das Video abgebrochen ist. Ich werde es nochmal wiederholen. Also ich hatte halt nochmal gesagt, dass das Licht in uns ist. Wir brauchen kein Licht von außen. Das Licht ist in uns. Und in diesem Seelenbaum können wir uns abgrenzen. Wir können da Kraft finden. Wir können uns zentrieren. Und wir können zu uns finden. Und vor allem verbinden uns mit diesem Baum, auch mit unserem Urwissen und mit unserem seelischen Wissen. Ja. Die Wurzeln, das ist unser Urwissen, das Wissen, was wir auf der Erde gesammelt haben. Und das Himmlische ist Wissen, das ist das Allwissen, das, die Seele, das Erfahren, das ist wieder ein ganz anderes Wissen, das ist, ja, allumfassende Wissen. Aber das ist in dem Moment kein Wissen, sondern das ist eine Energie. Das Wissen, was wir hier auf der Erde gesammelt haben, ist unser Urwissen. Das, was wir hier als Mensch gelebt haben. Und das Seelenwissen ist eine, ein höheres Wissen, eine Weisheit, ein. Aber ich glaube, unsere Urahnen waren viel mehr damit verbunden, viel besser verbunden, als wir das jetzt sind. Wir haben uns immer weiter entfernt. Und die Religionen, dieser Verrat, der begangen wurde, hat uns noch mehr abgeschnitten davon. Was ich dann noch gesagt habe und was nicht mehr mit drauf war, weil das Video beendet worden ist, dass ich gesagt habe, und jetzt gehe ich nochmal auf die Seite und ich habe in dem letzten Video, eines der letzten Videos gesagt, dass jetzt ist die Vergangenheit. Das, was wir jetzt erfahren, ist bereits Vergangenheit. Weil es sind die Manifestationen des Gestern und das Gestern ist die Vergangenheit. In diesen Tagen ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass das, was wir jetzt denken, im Jetzt, in diesem Moment, das Kreieren des Morgens ist, also die Zukunft. Und so wie wir jetzt sind, in diesem Moment, kreieren wir
Bewusst heißt, ihr seid mit euren Gefühlen in dem Jetzt. Wenn ihr im Alltag seid, redet, was auch immer, dann seid ihr eher unbewusst. Ja? Mehr im Kopf, mehr im Tun. Wenn ihr aber immer wieder mal bewusst, und da habe ich auch von diesem Muskel gesprochen, trainiert euren Muskel, macht es morgens, abends und möglichst Mittag noch irgendwie, dann es schafft. Tief durchatmen und der Atem bringt euch in euer Bewusstsein, in eure Mitte. Und wenn ihr in eurer Mitte seid, dann in dem Moment konzentriert euch auf das, was ihr jetzt im Jetzt denkt. Diese bewussten Momente kreieren euer Sein und das Jetzt, was ihr jetzt seid und lebt, das ist euer Morgen, unser Morgen. In diesem Sinne wünsche ich euch genügend Abgrenzung, also geht in euren Baum, Kraft mit euren Ahnen, die da sind, und eine kraftvolle Zeit. Also ihr Lieben, das war's für heute wieder. Und ich würde mich freuen, wenn einige ihre Analysen im Kommentar schreiben oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Ich wünsche euch was, eure Marania.